In unserem heutigen Video fahren wir nach Biarritz und schauen uns an, wie dieses mondäne Bad aussieht. Genau, mondänes Bad ist gutes Stichwort. Also seid neugierig und bleibt dran. Genau. Ja, 4. Mai, 8 Uhr, die Stadt erwacht und ich suche heute jetzt dann nach einer Boulangerie, nach einer Bäckerei, aber das ist im Moment gar nicht so einfach. Schlachterei habe ich aber schon gefunden, es wird wohl sowas ähnliches geben. Heute wollen wir nach Biarritz fahren, so ist der Plan und dann schauen wir mal weiter. Bevor wir losfahren, einmal unsere Unterkunft hier in Bayonne. Das Zimmer ist ganz nett, ist groß genug. Das Bett ist sehr klein, muss man sagen, also so 1,40 Meter breit. Ja, wir haben als Maßstab mal den Hund drauf gesetzt. Das muss dann aber auch reichen, sagt er sich. Es gibt auch hier wieder so eine kleine Kitchenette, auch sehr schön, so dass wir uns hier Frühstück machen konnten. Und hier um die Ecke ist das Bad und auch das ist okay, also sieht auch soweit sauber aus, auch da haben sie wieder Probleme, aber das ist immer mit diesen innenliegenden Bädern mit dem Schimmel, aber ansonsten ist das eigentlich soweit sauber gereinigt und alles, da kann man nicht meckern. Einzig und allein ist nervig, dass mitten in der Nacht hier der Verteilerkasten, der Zählerkasten vom Strom Geräusche machte, die er jetzt nicht macht. Punkt 7 Uhr war Schluss damit. Warum auch immer. Keine Ahnung. Nun denn, auf jeden Fall, wir fahren jetzt los. Es geht nach Biarritz. Tada! Ja, heute haben wir es bis an den Strand geschafft, an den Strand von Biarritz. Mondänes Bad, ich werde jetzt mal einmal kurz ins Wasser gehen, aber nur mit den Füßen. Strand gehen von Biarritz, naja, jetzt im Mai, es ist noch ein bisschen kühl, naja, was heißt kühl, es ist hier schön, das Wasser ist, ich werde es gleich mal ausprobieren. Ja. Möglichkeit da drinnen noch nicht. Mit den Füßen rein, das geht schon. Also von daher, dafür ist es dann schon warm genug. Aber man hat hier also einen kleinen, aber feinen Strand. Und ich werde gleich einmal rumfilmen, wie das hier so aussieht. Denn wenn man diesen Strand hier sich so anschaut, dann ist der schon, oder? Biarritz, ne? Wenn man sich das ansieht. Es ist schon mondän und durchaus luxuriös, was hier steht. Okay, es ist nicht alles schön, muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen, da hinten der Leuchtturm, ist das schon recht angenehm. Die Wellen, ja, kein Wunder, dass es hier Surfer gibt. Die Wellen sind auch sehr beeindruckend, das muss ich sagen. Also die gehen ganz schön hoch, wenn man sich das anschaut. Hier weiter am Strand, also sie kommen recht nah am Strand ran, aber hier weiter am Strand sind sie dann wieder ziemlich flach dagegen. Ist auch schön. Tina ist mit dem Hund oben geblieben. Ich hole mir nasse Füße, aber jetzt werde ich auch wieder zurückgehen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich reingegangen? Muss ja da hinten gewesen sein.
Naja, mal schauen. Wir sind jetzt auf dem Weg vom Strand hoch in die Stadt Biarritz. Das geht hier teilweise ganz schön bergauf. Ja, aber es ist machbar. Genau. Hinter uns der Strand, wo wir gerade gewesen sind. Man sieht hier so die Gebäude ringsum, die durchaus beeindruckend sind. Also es erinnert mich so ein bisschen an Granville in der Normandie, bloß dass es hier wärmer ist. Es ist wärmer? Wir sind jetzt im Mai hier. Also für Mai ist es hier 21 Grad schon sehr warm. Ja. Gestern hatten wir 30 Grad, heute ist es angenehmer, auch zum Laufen in der Sonne merkt man aber, ja. Ja, in der Sonne ist es recht warm, im Schatten ist es sehr angenehm, muss man sagen. Das kann man gut aushalten. Ja, und wie gesagt, also es ist auch ein bisschen mondäner als Granville. Das ist einfach so. Dafür ist Biarritz, glaube ich, auch bekannt, dass es mondäner ist. Ja, von den Bauten hier kommt man sich so manchmal so ein bisschen wie in den 20er Jahren zurückversetzt. Besonders das Casino erinnert mich daran. Ich drehe. Ein Überblick über die Bauten. Wow, ja, da so nicht so. Also das Casino, das wäre jetzt hier im Hintergrund, genau, da kommt es. Das Casino, das ist so in Jugendstil auch gebaut. Aber es vermischt sich hier vieles Modernes mit den landestypischen baskischen Bauten und dann auch das Moderne aus der Jugendstilzeit. Ich und mein Freund, das Michelin-Männchen. Sehr moderne Parkuhren hier. Das hier oben sieht nach einem Museum aus. Und mit dem Spruch von Victor Hugo da dran. Wohl eher ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis. Das könnte auch eine Hochschule sein. Wenn man lange genug gegangen ist, haben sie hier auch Sitzgelegenheiten. Hier war auch ein kleiner Park, in dem wir spazieren gehen konnten. Hunde natürlich immer nur an der Leine, aber das ist in einem Park normal. Ganz interessant ist aber die Beobachtung gewesen, dass an dem kleinen Busch, Tina zeigt gerade darauf, an diesen Blumen, die nennen sich Fackellilien, dass da die Spatzen genascht haben. Man sieht hier, dass sie an den Blüten sitzen und sich etwas rauspicken. Ob es jetzt der Nektar ist oder ob es Samen sind, oder wahrscheinlich eher weniger, weil es sich ja um Blüten handelt. Das konnten wir jetzt nicht feststellen. Auf jeden Fall sind diese Pflanzen bei den Spatzen sehr beliebt. So beliebt, dass die sich auch nicht davon stören lassen, wenn Passanten vorbeigehen. Also selbst dann fliegen sie nicht weg, sondern bleiben weiter an den Blüten sitzen. Hier war eine Passantin. Bleiben weiter an den Blüten sitzen. Und die eine Blüte war wohl leer, jetzt hatte man zur nächsten rüber gewechselt und irgendwann dann ist auch das Fest mal beendet und der kleine Spatz schwirrt ab und macht sich vom Acker. Diese Dame hier hält Ausschau, nach was denn wohl? Wir gehen einfach mal näher ran und schauen uns das Ganze genauer an. Die Dame ist sehr groß, aber nach was sie Ausschau hält? Tja, in diese Straße. Lässt sich immer noch nicht ergründen.
Restaurant. Praktisch gedacht, die Speisekarte ist auf den Schreibtisch gedruckt. Das bedeutet, die Kellner müssen nicht jedes Mal die Speisekarte rausschleppen, sondern können, wenn sie rauskommen, gleich die Bestellung aufnehmen. Das war das Restaurant, konnte man gerade eben in dem Film schon sehen. Hier haben wir einen kleinen Kaffee getrunken. Immer wieder lecker. Schöne Pause. Gegenüber waren einige Spanierinnen, die haben recht laut geredet. Musik.